So, also ich hoffe, Sie hatten eine schöne Mittagspause. Herzlich willkommen zurück. Wir machen jetzt weiter. Wir werden uns in den nächsten 30 Minuten mit dem Thema Innovationspitch befassen. Das heißt, wir hören in den nächsten 30 Minuten relativ kurze Vorstellungen von Firmen, die neuartige Produkte entwickelt haben, sich unterschiedlich sozusagen darstellen und unterschiedlichen Technologien unterwegs sind. Die Präsentation wird ungefähr 5 Minuten dauern und Sie haben dann aber auch die Möglichkeit, dann noch in eine kurze Fragerunde einzusteigen. Für alle, die von zu Hause fragen wollen, auch hier ist Schnelligkeit dann der König. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gleich, damit wir es noch aufnehmen können. Ja, Herr Pfaab hat sich hier vorne schon hingesetzt, das finde ich super, dann ist sein Weg nämlich nicht so weit. Herr Pfaab wird die erste Präsentation halten. Kommen Sie gerne schon nach vorne, dann stelle ich Sie vor. Robert Pfaab ist COO bei Carbon Clean Technologies. Sie haben an der ETH Zürich promoviert in physikalischer Chemie, sind Sprecher der Arbeitsgruppe Thermische Speicher des Bundesverbandes Energiespeicher, also in der Branche auch unterwegs. Und die Firma, die Sie gegründet haben, beziehungsweise die Sie vorstellen, Carbon Clean Technologies, da ist das Kernprodukt ein hochtemperaturthermischer Speicher. So, und wie das funktioniert, darauf freuen wir uns in den nächsten 5 Minuten. Herzlichen Dank für die Vorstellung und für die Gelegenheit, heute vortragen zu dürfen. Unser Unternehmen Carbon Clean beschäftigt sich mit der Dekarbonisierung von Hochtemperaturprozesswärme. Diese Dekarbonisierung erreichen wir über ein Power-to-Heat-System mit integrierten hochtemperaturthermischen Speichern. Wir haben ja heute häufig gehört, dass die Wärmewende einen wesentlichen Schritt in der gesamten Energiewende sein wird. Aus unserer Sicht glauben wir, dass wir heute einen Wendepunkt in der Wärmewende erreicht haben. Auf der ersten Seite ist die Realisierung, dass die Wärmewende und vor allem industrielle Prozesswärme so einen riesigen Anteil der gesamten globalen Energiebedarf beträgt, dass es keinen Weg darum gibt, dass wir diesen Sektor entkarbonisieren müssen. Entsprechend haben Regierungen in Deutschland, in Europa und auch rund um die Welt angefangen, Regulatorien einzubringen, um diese Dekarbonisierung langsam oder vielleicht hoffentlich schneller auch voranzutreiben. Also das im Sicht von bestimmten Regulatorien, zum Beispiel Kohleausstiegsgesetz, von Incentiven, zum Beispiel CO2-Preise, aber auch von erhöhten Reportingpflichten an CO2-Emissionsintensitäten in verschiedensten Industrien. Und dieser Hintergrund treibt viele Unternehmen darüber nachzudenken, wie sie ihre Prozesswärme selber entkarbonisieren können, um von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Zweitens haben wir auf der wirtschaftlichen Seite auch einen Wendepunkt erreicht. Auf der rechten Grafik sehen Sie eine Darstellung von den heutigen Levelized Cost of Energy aus Photovoltaik und Windenergie. Schon heute in Deutschland sind die Kosten aus PV geringer als der CO2-Plus-Gaspreis, also der Clean-Gaspreis. Und das ist ja für die Entscheidung, einen industriellen Wärmeprozess zur Dekarbonisierung der entscheidende Knackpunkt. An vielen Standorten in Deutschland haben wir das bereits erreicht. Und die zukünftige Entwicklung sieht so aus, dass man erwartet, dass die CO2-Preise nach oben getrieben werden. Wie hoch, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall ist die Richtung nach oben. Und zweitens durch die Lernkurven in der Photovoltaik, dass die zukünftigen Preise für der Energie zukünftig auch weiter senken werden. Also das heißt, die wirtschaftliche Incentiv ist ja heute da und wird sich nur in der Zukunft verstärken. Daraufhin haben wir einen Hochtemperatur-thermischen Speichertechnologie entwickelt. Diese Technologie ist in die 2 Bilder dargestellt. Zur Beladung unseres Systems nutzen wir am besten erneuerbare Strom oder Strom aus dem Stromnetz und wandeln diese in Hochtemperaturwärme bei 1200 Grad in einen großtechnischen Lufterhitzer um. Die Wärme transportieren wir dann in komprimierten Luft in unseren Speicherbehälter.
Der Speicher besteht aus einer Festbettschüttung aus Aluminiumoxidkugeln, die dann bei Durchstromung mit diesem heißen Gas auf 1200 Grad gebracht wird. Und diese Schüttung, wenn sie auf 1200 Grad kommt, beinhaltet eine sehr große Energiemenge, also 0,8 Megawattstunden pro Kubikmeter. Das ist aufgrund der hohen Temperatur und ermöglicht es uns, sehr große Energiemengen in diesem System zu speichern. Also wir reden von einem Speicherbehälter von Energiemengen, die ab 100 Megawattstunden und dann durch mehreren Behälter auf mehreren 1000 Megawattstunden gehen können. Also das heißt, diese engen Energiemengen reichen aus, auch großtechnische industrielle Prozesse zu dekarbonisieren. Bei der Entladung von unseren Systemen haben wir die Möglichkeit, die gespeicherten Wärme entweder direkt in Form von einer heißen Luft an industrielle Prozesse zu bringen oder mittels einer Dampferzeugung in Industrieprozessdampf an verschiedene Industrien dann zu bringen. Wir haben ja auch die Möglichkeit, in bestehenden Kraftwerksprozesse, die an vielen Standorten schon existieren, auch unseren Speicher einzukoppeln, um die Flexibilität von diesen Prozessen zu erhöhen. Unser Fokus ist aber eindeutig auf Hochtemperaturwärme in diesem Power-to-Heat-Verfahren. Und da adressieren wir Anwendungen wie Trocknungsprozessen in der Baustoff- und Zementindustrie, Anwendungen in der Stahlindustrie und in der Glasindustrie mit Hochtemperaturwärme zwischen 400 und 1200 Grad. Die Möglichkeit, diesen industriellen Dampf anzubieten, betrifft dann Temperaturen in dem Bereich bis 400 Grad, in dem die Anwendungen für diese Temperaturen geeignet sind. So. Ich kann das noch nicht sehen. Ich hoffe, das ist aber auf dem Bildschirm. Super. Um einen Kundenprojekt kurz zu nennen, kann ich diesen Beispiel zeigen. Das ist ja ein Projekt, die wir in der Anbahnung sind, in der Baustoffindustrie. Also wir reden hier über 20 Megawatt Gesamtwärmebedarf für das Prozess mit einer Prozesstemperatur von ca. 800 Grad. Heute wird diese Prozesse ausschließlich durch die Verbrennung von Braunkohle gefeuert und mit unserem System wollen wir diese Prozesse dann entkarbonisieren. Das ist ein CO2-Ersparnispotenzial von ca. 12.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Also mit einer einzigen Anlage an wirklich erheblichen Sparpotenzial. Und damit wollen wir sagen, damit komme ich auch zu Ende des Vortrags, wir haben heute die wirtschaftliche Bedienung erreicht, wo Power-to-Heat Sinn macht. Wir haben interessierten Kunden in Deutschland und im Ausland, die großtechnische Projekte umsetzen wollen. Und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung in diesem Sektor. Vielen Dank. So. Herzlichen Dank, Herr Farb, für den Vortrag. Es wäre Zeit für eine Frage hier im Raum. Ich sehe bislang noch keine Wortmeldung im digitalen Raum. Ah ja, doch gibt es eine Frage. Gibt es denn bereits Kooperationen, die Sie eingegangen sind mit anderen Partnern? Genau. Am besten ins Mikrofon. Ja, natürlich. Also wir haben ja einige Kooperationen, einmal auf der Forschungsseite, aber auch mit einigen Industrieunternehmen. Wir sind gerade in der Realisierung von einem großtechnischen Demonstrator gemeinsam mit der EEW Energy from Waste hier in die Nähe in Brandenburg, wo wir halt den Scale-up von dieser Technologie bis in die Megawatt-Bereich demonstrieren wollen. Herzlichen Dank, Herr Pfarb. Merci. So, dann. Nein, Sie dürfen gerne noch mal klatschen. Ja, Herr Rudloff ist auch schon nach vorne gekommen. Das freut mich sehr. Kommen Sie gerne zu mir für die Vorstellung. Matthias Rudloff ist da von der Ambatec. Sie sind CEO bei Ambatec, bringen insgesamt 20 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft mit und 12 Jahre davon auch in Startups. Sie haben mit Ambatec einen Wasserstoffspeicher entwickelt und zwar auf der Basis von Eisenoxid. Wie genau das funktioniert, können Sie uns gleich erklären und ich bin ganz gespannt, was Sie für uns mitgebracht haben. Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Da haben Sie mir mein Thema ja schon richtig gut adressiert und vorweggenommen. Genau, als Ambatec sind wir im Bereich des Wasserstoffs unterwegs. Da
Das sieht ja lustig aus. Okay. Experten sagen, dass das Thema Wasserstoff oder dass Wasserstoff das Erdöl der Zukunft sein wird. Und es gibt unheimlich viele Leute, die sich darum kümmern, wie man Wasserstoff erzeugt. Es gibt auch ganz, ganz viele, die sich darum kümmern, wie man Wasserstoff benutzen kann. Es gibt aber ziemlich wenige, die darüber sprechen, wie eigentlich der Wasserstoff von A nach B kommt oder wie er möglicherweise auch zwischendurch gelagert werden kann. Natürlich gibt es zu diesem Thema Lösungen. Die sind entweder mit extrem hohen Infrastrukturinvestitionen verbunden, sie sind finden unter Druck statt, sind damit zum Teil schwer zu beherrschen oder sie basieren auf schwierigen Chemikalien. Die Art und Weise, wie wir Wasserstoff speichern, ist mit solchen Nuggets. Ich habe hier in der Hand eins von unseren Speicherelementen, da können Sie Wasserstoff rausholen. Das hat schon 3 Monate bei mir auf dem Schreibtisch gelegen. Ich kann das so in der Hand halten. Das ist also alles wirklich komplett ungefährlich und hat darüber hinaus noch den einen oder anderen Vorteil. Was wir tun ist, wir speichern die Energie des Wasserstoffs mithilfe von Reduktion und Oxidation von Eisen. Wie das geht, kann man ganz grob hier erkennen. Wasserstoff kommt rein in den Speicher, dort ist Eisenoxid drin. Der Wasserstoff greift sich die O's aus dem Oxid und verlässt den Speicher wieder als H2O. Das heißt Wasser als Wasserdampf. Sie können dieses Wasser der Elektrolyse zurückgeben. Die kann daraus frischen Wasserstoff produzieren. Bei diesen ganzen Wüstenkonzepten bleibt also das Wasser am Standort, während wir die Energie dort wegtransportieren. Im Speicher ist tatsächlich dann nur Eisen drin. Die Energiedichte ist in etwa so hoch oder ist höher als bei flüssigem Wasserstoff. Und insofern ist das Ganze extrem kompakt. Wie kriegt man dann den Wasserstoff da wieder raus? Das Ganze andersrum, Wasserdampf eingeben, dann bleibt der Sauerstoff in der Struktur und Wasserstoff wird frisch freigesetzt am Ort, wo er denn benutzt werden soll. Auf einem höheren Druckniveau in einer Qualität, die angemessen ist. Das Ganze bieten wir an im ersten Schritt als Container, 20-Fuß-Container, Standardlösung. Das ist ein Frachtcontainer, kein Gefahrgut, weil ja nur Eisen transportiert wird. Dieser kann mit bestehenden Systemen rund um die Welt transportiert werden. Sie müssen an keiner Stelle Wasserstoff umfüllen. Und die Perspektive in die Zukunft ist, dass dann über kurz oder lang wir nur noch diese Nuggets transportieren, Wasserstoff dann also mit Hilfe von Schüttgut transportiert werden kann mit enorm hoher Energiedichte und geringen Kosten. Was wir anbieten, sind sogenannte Beladeeinheiten, um den Wasserstoff in diese Container reinzubekommen, die Container selber und auch wieder Entladeeinheiten. In so 21-Fuß-Container können Sie 600 Kilo Wasserstoff hineinbringen und damit in etwa 3-mal mehr als in vergleichbar große Tube-Trailer. Energiebilanz ist immer so ein Thema. Das geht jetzt hier für die kurze Zeit ein bisschen zu weit. Ich bin dann auch noch am Stand ansprechbar, wen das genauer interessiert. Nur eine kurze Botschaft. Es ist möglich in der Kombination mit der richtigen Elektrolyse. Wir lieben die SOECs, die passen besonders gut zu uns. Einen Wirkungsgrad zu erzielen vom Strom in die Elektrolyse rein bis zum Wasserstoff, der aus dem Speicher rauskommt, von rund 80%. Und das bedeutet, dass wir damit Größenordnungen über dem sind, was man mit klassischen Systemen erreicht, wo man eher in der Größenordnung 50% ist. Das führt hohe Kompaktheit, hatte ich gesagt. Wir können deutlich mehr mit einem einzelnen Truck transportieren. Das führt dazu, dass wir in der Lage sind, Wasserstoffdistributionskosten in der Größenordnung 35% zu reduzieren, wenn es um regionale Verteilung geht. Im internationalen Kontext sind wir 25% besser als Ammoniaklösungen. Letztlich, wenn man auf Zuglösungen geht, Rolling Pipelines, kommen wir in die Größenordnung von Transportkosten von 1 US-Dollar pro Kilo in etwa. Damit wird Wasserstoffwirtschaft möglich und wir haben es heute Morgen gehört, Transport von Wasserstoff geht nicht. Das ist hiermit widerlegt. Und
Noch eine andere Applikation, weil hier ja das Thema Speicher sehr groß im Mittelpunkt steht. Ich habe jetzt gesprochen darüber, dass man diese Container wirklich von A nach B bringt. Das Ganze geht natürlich auch stationär. Dort können wir extrem hohe Wirkungsgrade anbieten, auf dem Weg vom Strom wieder zurück zum Strom, etwa doppelt so viel wie bestehende Systeme. Und damit wird Wasserstoff als Energiespeicher wieder konsensfähig. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Rudloff. Das war ein ganz interessanter Eindruck aus Ihrer Arbeit und aus Ihrem Produkt. Und es gibt eine Frage dazu von den Zuschauern aus dem Livestream. Da wird gefragt, was ist der Unterschied zwischen Ihren Nuggets und dem sogenannten Eisenschwamm, also Eisenschwamm als Produkt aus Direktreduktion aus Eisenerz. Vielleicht könnten Sie die Unterschiede noch mal erläutern. Ja, tatsächlich, der Beladeprozess ist relativ ähnlich. Wir machen auch praktisch Direktreduktion von Eisenoxid mit Wasserstoff. Der Schwamm ist eben ein Schwamm. Unsere Nuggets sind deutlich dichter und der Schwamm, macht man es einmal, bei uns macht man es 5000 Mal. So, dann gibt es noch zwei Fragen. Dann würde ich sagen, gerne die beiden Herren und nehmen Sie gerne das Mikrofon. Ziegler, Oliver, PTX Lab Lausitz. Eine Frage zu den B- und Entladezeiten. Wir haben ja das Problem, so ein bisschen fluktuierende Leistungen. Dann haben wir den Elektrolyseur, wir stellen den Wasserstoff her, dann machen wir die Direktreduktion. Zumindest auf der Seite wäre es mal interessant, die B-Ladezeiten, wie die so sich abbilden lassen. Und die Entladezeiten würden mich auch interessieren. Genau. Also ich hatte ja von dem Container gesprochen mit den 600 Kilo Wasserstoff. Den können Sie in einer halben Stunde B- bzw. entladen. Das heißt, Sie hätten aus so einem kleinen Container ungefähr 40 Megawatt Wasserstoffleistung oder 1,2 Tonnen die Stunde. Wenn Sie dann 10 nebeneinander stellen, eine entsprechend große Entladeeinheit haben, können Sie auch eine große Gasturbine damit durchaus befeuern. Also 400 MW ist da auch kein Problem. Oder, ja. Herzlichen Dank. Dann gerne der Herr am Mikrofon. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie haben Wasserstoff, wandeln den um in Wasser und dann dieses Wasser wieder in Wasserstoff. Und da geht doch sicher Energie verloren. Warum nehmen Sie nicht gleich, sagen wir mal, Rost und packen das ins Wasser? Müsste doch den gleichen Erfolg haben. Rostiges Eisen. Können wir uns ja dann nochmal im Detail darüber unterhalten. Energiebilanz hatte ich gezeigt, gucken Sie sich gerne an. Das ist alles ziemlich sinnvoll, wie man das macht. Gut, dann würde ich vorschlagen, vielleicht nutzen Sie dann die Kaffeepause noch und klären das gerne dann noch im Zweiergespräch, wenn es da noch Fragen im Detail gibt. Matthias Rudloff, herzlichen Dank. So, Jan Albers ist schon auf dem Weg. Herzlich willkommen. Jan Albers schließt die Runde ab. Sie sind ausgebildeter Energietechniker und jetzt Scientific Manager bei der Fraunhofer IEG. So, und da könnte man denken, Fraunhofer, das ist jetzt nicht das, was man klassischerweise unter einem Start-up versteht. Es geht hier aber vor allem bei Ihrem Vortrag in den nächsten 5 Minuten um die Vorstellung von einem Demoprojekt, was noch Kooperationspartner sucht und wo es vor allem um eine Wärmeübergabestation geht, eine Absorptionswärmeübergabestation. Herr Albers, ich bin gespannt auf Sie. Ja, herzlichen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hatte gesagt, von heiß bis kalt, von groß bis klein. Und ich wurde gebeten, am Anfang doch etwas über Speicher zu sagen und halte das, glaube ich, auch für sinnvoll. Nicht, weil wir kein Start-up-Unternehmen sind, sondern sehr viel mit Start-up-Unternehmen zusammenarbeiten. Und Sie sehen hier mal 3 Projekte, die ich mitgebracht habe, wo das Thema Speicher eine Rolle spielt. Das ist zum einen auf der linken Seite mit komischen Verschnitten ein Erdkältespeicher mit einer Bohrtiefe von 100 Metern, der sich dadurch auszeichnet, dass er saisonale Kälte aus dem Winter mit in den Sommer speichern kann und durch eine innovative Sondenverschaltung ein sehr schönes Temperaturprofil im Erdreich erzeugen kann, sodass wir zusammen mit einer parallelen und seriellen sowie bidirektionalen Durchströmung dieser Sonden auch eine sehr schnelle Entladung des Speichers wiederherstellen können. Das nachzuweisen ist Aufgabe für ein Forschungsprojekt, was jetzt im nächsten Jahr anlaufen wird, beziehungsweise es läuft jetzt an, im nächsten Jahr wird der Speicher gebaut.
Auf der mittleren Seite sehen Sie nicht mehr Kälte als Speicherthema, sondern Erdwärme durch den sogenannten Geostar, der in der Lage ist, Schrägbohrungen durchzuführen, sodass man mit einer ziemlich kleinen oberflächennahen Bohrfläche ein großes Speichervolumen erschließen kann, was dann durch die Dimensionierung in der Ausbreitung und in der Tiefe auch sehr gut skalierbar ist. Denn Sie wissen sehr wahrscheinlich, dass ein häufiges Problem von Geothermie ist, dass dort, wo Geothermie ist, die Lasten häufig nicht zusammenpassen. Und diese Möglichkeit, Lasten- und Geothermie-Nutzung aneinander anzupassen, dafür bietet der Geostar eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, das sind jetzt zwei Themen mit wirklichem Speicherbezug, die wir am IEG betreiben. Aber eben nicht nur unter Tage, sondern auch über Tage kümmern wir uns um Energieeffizienz. Und dazu habe ich Ihnen heute die sogenannte Absorptionshausanschlussstation mitgebracht. Mit der kann man auch Energie speichern, sogar um das Hundertfache höher als mit einem normalen Heißwasserspeicher. Aber diese Absorptionshausanschlussstation kann noch viel mehr im Energieverbund. Man kann damit eine deutlich erhöhte Netzkapazität erreichen und vor allen Dingen reduzierte Rücklauftemperaturen erreichen, die dann wiederum in dem angeschlossenen Speicher auch wieder zu einer Effizienzsteigerung führt. Wie das geht, will ich in den nächsten Folien kurz erläutern. Wenn wir so eine wärmegebundene Wärmeverteilnetz uns betrachten, haben wir ganz häufig einen Erzeuger. Das kann entweder ein Fernwärmenetz sein oder ein Kraftwerk. Es kann ein Energieerzeuger sein. Wir haben das verbundene Netz und die angeschlossenen Verbraucher. Und diese Verbraucher sind üblicherweise über eine konventionelle Hausanschlussstation mit dem Netz verbunden. So eine konventionelle Hausanschlussstation ist letztendlich nichts anderes als ein Wärmeübertrager, in dem Sie die Fernwärme von einer hohen Temperatur auf eine niedrige Temperatur abkühlen und das Heizungswasser von einer niedrigen Temperatur auf eine hohe Temperatur. So weit, so gut, so weit, so einfach, so weit aber auch limitierend für die Speicherenergienutzung. Denn eigentlich würden Sie das Fernwärmewasser gerne viel weiter auskühlen, irgendwo in diesem Bereich hier, um entsprechend größere Speicherpotenziale beim Erzeuger oder auch Effizienzgewinne beim Erzeuger zu erreichen. Das geht nicht, weil Sie mit der Auskühlung der Fernwärme an den Rücklauf des Heizungsnetzes gebunden sind. Wie man das umgehen kann? Man kann zum Beispiel eine Absorptionshausanschlussstation einsetzen. Mit dieser Anlage ist es möglich, die Rücklauftemperatur im Fernwärmenetz unter die Gebäuderücklauftemperatur zu bringen. Und das versuche ich Ihnen in dem nächsten Diagramm zu erläutern, wie das funktioniert. So eine Absorptionshausanschlussstation besteht im Wesentlichen aus einer Absorptionswärmepumpe, ergänzt durch einen Hochtemperaturwärmeübertrager und einen Niedertemperaturwärmeübertrager und dann noch drei Versorgungspumpen sowie ein Regelventil. Wenn wir wie in dem Diagramm eben diese drei Wärmeströme und drei Durchflussraten uns genauer betrachten, haben wir in Rot das Heißwasser, in Grün das Heizungswasser, was hier erwärmt werden soll zum Verbraucher und ergänzend noch einen Kaltwasserkreislauf aus der Absorptionswärmepumpe. Wenn wir zuerst das Heißwasser uns angucken, mit einer Fernwärmetemperatur von zum Beispiel 80 Grad wird zunächst der D-Sorber durchflossen und dann der Hochtemperaturwärmeübertrager. Das heißt, die Fernwärme wird ausgekühlt von 80 auf, sagen wir mal, 40 Grad. Und im zweiten Schritt wird dann nochmals über den Niedertemperaturwärmeübertrager Wärme abgegeben an den Kaltwasserkreislauf der Wärmepumpe, die dort die Wärme dann aufnimmt und die Wärme dann praktisch von diesen 20 Grad bis auf 15, 10 Grad Verdampfertemperatur herabgeführt wird. Deswegen ist diese Art der Wärmeübertragung möglich. Und das haben wir jetzt gerade schon gesagt. Die beiden Wärmeströme, die also sowohl im D-Sorber als auch im Verdampfer aufgenommen werden, werden dann natürlich über Absorberkondensator wieder abgegeben. Das sehen wir an dieser Stelle hier, den Weg von 30 Grad bis auf ca. 40 Grad und werden dann im Hochtemperaturwärmeübertrager nochmal nachgewärmt bis auf die 45 Grad. Das Entscheidende ist also, dass es gelingt, durch den Wärmepumpenbetrieb die Rücklauftemperatur im Fernwärmenetz deutlich, das heißt unterhalb von 10 Grad gegenüber der Gebäuderücklauftemperatur abzusenken. Und damit haben wir natürlich die Möglichkeit, deutlich höhere Kapazitäten im Fernwärmenetz zu erschließen, insbesondere wenn wir daran denken, alle Verbraucher, die derzeit gasversorgt sind, ans Fernwärmenetz angeschlossen werden wollen. Die Kapazitäten haben sie normalerweise im Fernwärmenetz, können sie aber durch so eine Hausanschlussstation erwirtschaften oder ermöglichen, weil eben durch die deutlich größere Auskühlung sie einen Volumenstrom haben, der übrig bleibt, den sie für andere Verbraucher nutzen können. Die Netzkapazität, hatte ich gerade gesagt, der erste Punkt war Rücklauftemperaturabsenkung, führt zu einer Effizienzsteigerung in Großwärmepumpen, in der Möglichkeit, Industrieabwärme einzubinden. Alles Vorteile, die sich auch auf der wirtschaftlichen Seite bemerkbar machen. Ein Punkt, auf den ich jetzt hier nicht eingegangen bin, ist die Möglichkeit zur Kühlung im Sommer.
Auch das Thema Speicher hatte ich ein bisschen ausgeklammert. Kommen Sie gerne zu mir an den Stand, um das noch weiter zu erläutern. Wie eingangs schon erwähnt, wir sind auf der Suche nach Projektpartnern, mit denen wir diese Anlagen weiter umsetzen wollen. Es sind handelsübliche Absorptionskälteanlagen. Die Firma Belz, unser Industriepartner, stellt davon ca. 100 Anlagen im Jahr fertig und nimmt sie in Betrieb. Wie gesagt, im Bereich der Kälte. Wir wollen diese Technologie in den Bereich der Wärme überführen. Sind derzeit auf einem THL von ca. 7 bis 8. Ziel des Projektes wäre wirklich, ein marktfähiges Produkt auf THL 9 zu erzeugen. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke unseren Industriepartnern. Und falls Sie Lust haben, mit dabei zu sein, kommen Sie einfach zu uns am Stand. Dann können wir die Details besprechen. Danke. Ja, danke schön, Herr Albers, für die Eindrücke. Es gibt dazu keine Fragen aus dem digitalen Raum. Ich schaue hier aber mal in den Raum, der Herr im roten Pullover. Ja, danke schön. Schönen Dank, Herr Albers. Ich finde mich wunderbar wieder in meiner alten Heimat der Kältetechnik. Genau, kurze Frage dazu, zu dem Rücklauf. Also ich weiß, wir hatten früher immer die Diskussion, so eine starke Auskühlung im Fernwärmerücklauf wollen die Stadtwerke eigentlich gar nicht haben. Ich meine, ist mir völlig klar, dass man dadurch enormes Potenzial heben kann. Aber ist das denn real schon mit Projektpartnern mal durchgesprochen worden oder Stadtwerken? Ja, also real ist es, und ich glaube, es liegt daran, dass die Zeiten sich geändert haben, weil wir halt in Zukunft noch weniger Turbinen am anderen Ende der Leitung haben werden, sondern vielmehr darüber diskutieren müssen, wie kriegen wir Solarenergie, wie kriegen wir industrielle Abwärme in den Fernwärmekreislauf eingebunden. Und da sind die 20 Grad sehr wertvoll. Also das ist ja nicht dann die Eintrittstemperatur in einen nachgeschalteten Kraftwerksprozess, sondern die, mit der man die Niedertemperaturwärmequellen erschließen möchte und dann auch erst kann. Genau, absolut. Alles klar, herzlichen Dank. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wenn da noch Fragen an Herrn Rudloff sind, der ist ja vor Ort, sprechen Sie ihn gerne nochmal an, wenn Sie noch Fragen haben dazu. So, dann würde ich diese Runde, den Innovations Pitch, beenden. Wie gesagt, alle stehen noch mal draußen, sind ansprechbar für die Fragen. Oder vielleicht zukünftige Kooperationen, je nachdem, was auch immer Sie für ein Gesprächsthema bzw. für ein Anliegen dann haben.